ganz langsam. Was kommt denn? Achso, hier muss... Yo, da kam erstmal ein fetter Asteroid aus dem Himmel raus hier. Was ist eigentlich schon... Wie sind wir den Tag gerade gestorben? Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Happy Wheels. Am Hintergrund seht ihr es wahrscheinlich schon. Ich bin, man muss schon fast sagen, leider wieder zurück in Hamburg. Bergsmann und ich sind gestern in knapp 5 Stunden von Köln zurück nach Hamburg gecruised. Okay, wir haben relativ lange gebraucht, weil dann haben wir da nochmal was gesnackt. Kurze Pinkelpause, dies, das. Und ich bin auch noch ein bisschen angeditscht von der Rückfahrt. Aber nun gut, wir werden trotzdem versuchen, möglichst viele Victories zu snacken. Los geht es mit Paluten Evil Apple 2 von Ara Robert. Ob du dieses Level schaffen wirst, har har har, ich glaube nicht. Gezeichnet Evil Apple. Okay, Evil Apple, dann legen wir doch mal... Oh, ich wusste es, als der erste Baumstamm da runtergefallen ist. Aber kein Problem, jetzt hier ein bisschen Gas geben. Kleine Harpunen, na, die können... Hohoi, die können uns nichts. Kleines Messer ist auch kein Problem für uns. Oh, Moment, hoi, Moment, nein! Ja, das war ein guter Start. Jetzt erstmal hier nochmal... Gas geben. Oh, hoi. Wollen wir erstmal wieder hier reinfinden. In Happy Wheels. Vorsichtig. Nein, und dann drehen wir uns. Ach, komm schon. Wir waren... Oh, nein, nein, nein. Moment. Oh. Hat niemand gesehen. Hat wirklich niemand... Oh, das war erstmal Timmy. Das war kurzzeitig irgendwie eine Harpune in unserer Bauchdecke. Aber wir wissen jetzt ja... Warte mal. Nach vorne. Nach vorne. Jawohl. Unser Typ hat hier zwar irgendwie so einen kleinen Spike, so fett im Kopf stecken, aber hier steht Victory. Das ist alles, was zählt. Und weiter geht es mit Paluten Easy Victory von Rasmus. Kollege, du sollst nicht versuchen, ne? Wir wissen, wir haben alle gesehen, was du da gerade versucht hast. Und wir müssen uns wahrscheinlich einfach nur shake the booty. Shake it. Drop it like it's hot. So, jetzt komm, Kollege, jetzt machen wir hier so ein bisschen wobble wobble. Und dann müssen wir nun mit den Füßen den Victory erreichen. Oh, da muss ich einfach mal sagen, hier von Ara Robert, da fand ich das Level schon schmackhafter als das jetzt hier von Rasmus. Mal gucken, was Lukas Reiner so parat hat. Paluten 1, 2, 3, 4, Nummer 7. Hallo Paluten, mein 7. Level für dich. Ich weiß, es kam ewig keine von mir. Die Happy Wheels Seite hat das Game nicht geladen. Komischerweise das andere auf der Website. Genug gelabert. Oh, no, no. Okidoki, Bro. Oh, da hat man schon gesehen, dass der eine Opa da richtig... Oh, sorry. Dass der eine Opa da schön auf die Mine splasht und dann völlig zerfetzt. Es tut mir wirklich leid. Was macht der eine? Ein bisschen Yoga oder was war das? Nein! Oh, hoi. Da war aber kurz spannend, würde Bert mir jetzt sagen. So, aber der Victory läuft gut, oder? In der Kürze der Zeit hier. Packen agile Level inklusive Victory abgeräumt. Paluten vs. Arrowgun von Surfnerd. Hey, P. Dizzle, viel Spaß mit dem Level. Aber merkt ihr eins, unterschätze niemals eine Arrowgun. Okay. Das sind jetzt hier wahrscheinlich 20.000 Arrowguns. Gehe ich mal zum... Oh! Die haben gesessen, während wir elegant... Das Level ruckelt komplett. Junge, du musst das Level auch testen. Dass es hier nicht völlig abspielt. Warte mal. Wie Ninja. Ninja Power. Super. Nein, nicht dagegen. Wo sie... Man kann dieses Level auch nicht vernünftig spielen, weil es spätestens... Guck mal, hier ist noch alles gut. Und jetzt kommen gleich die Arrows. Und dann fängt es einfach... Völlig... Oh, nicht ins Gesicht. Wo sich... Nein. Leben. Oh Gott, dieses Level, Leute. Das Level ist abgestürzt. Guck mal. Wir können zwar noch auf Menü... Guck mal. Ach, Bro. Mensch. Manchmal... Jetzt. Nein, warte mal. Ich glaube, ich mache das anders. Wir brauchen richtig viel Speed. Um dann da... Ach, warte, das eine Ding slowt uns jedes Mal. Es ist... Nein! Ja, genau. Splash uns da fett ins Face. Nein! Bitte, fahr einfach nur. Einfach nur fahren. Leben und fahren. Leben und sterben. Und Fury. Leben wir noch? Bitte. Ja, wir leben. Bitte, komm. Jawohl. Oh, da habe ich mich jetzt gerade richtig gefreut, weil ich hatte wirklich keine Lust mehr, jetzt noch 10.000 Mal so ein laggendes Level zu zocken. Trotzdem, danke an Surf Nerd. Weiter geht's mit Paluten. Tut mir leid. Von Paluten Ponage. Was tut dir denn leid? Ist so alles Tutti Frutti? Sorry, es tut mir leid. Heul. Okay. Flappy Bird Paluten? Ich weiß immer noch nicht, was dir leid tut. Ich meine, wir cruisen jetzt hier so ein bisschen rum. Wir drehen uns. Passiert hier irgendwas? Wir haben den Victory und ja, war jetzt nicht allzu spektakulär.
Und hat aber trotzdem so eine kranke Bewertung bekommen. Okay, es war nur ein Vote, aber nur gut. Jetzt haben wir ja zweimal Skyfall Survivor. Hey Paluten, hier mal wieder ein kleines Level von mir. Hoffe, du hast Spaß, mein Freund, grüßen. Skyfall Survivor. Ich nehme einfach mal das obere hier, ne? Das sieht auf jeden Fall mit einer besseren Bewertung. Und dann cruisen wir hier erstmal ein bisschen durch. Erstmal hier. Oh, oh. Perfekt. Hier die Äxte. Oh Gott. Oh, kurz spannend wollte ich schon wieder sagen. Aber das habe ich mir... Bergsman sagt das in letzter Zeit relativ oft. Und dann kommt man da irgendwie manchmal auch dazu, das zu sagen. Das ist verrückt. Ist verrückt. Nein. Yes. Komm schon. Oh nein. Warte mal. Wenn er sagt links, dann hätten wir am Anfang wetten einfach nur links gemusst. Versuche jetzt hier mal runterzukommen. Nein, hier ist der Victory. Perfekt. Okay, alles tutti frutti. Paluten Impossible von Rocks. Hey, Paluten, gib niemals auf, egal wie bescheiden das Level ist. Viel Spaß. So, ist das jetzt bezogen auf deins? Also, ich meine, das werden wir doch jetzt hier bestimmt hinbekommen. Huh. Nein! Und trotzdem der Victory. So gefällt mir das doch. Ey, wir räumen heute auf. Was ist denn los? Und normalerweise sollte ja am Sonntag immer ein Happy Wheels Special kommen. Allerdings ist mir kein passendes Special eingefallen. Deshalb nochmal der Aufruf an alle unter euch. Schreibt mir bitte Vorschläge für Specials unten in die Kommentare. Wir hatten ja, ich habe da auch so eine Playlist unten angebracht auf meinem Kanal, wo schon die erschienenen Specials drauf sind. Wir hatten einmal Harry Potter, Dragon Ball Z, Simpsons Special etc. Aber Vorschläge bitte gerne unten in die Kommentare und wir machen weiter mit Paluten Hunu von Ich bin geil. GL Paluten, was passiert mit einem Mann unter einer Kanone? Keine Ahnung, aber wirst du uns das jetzt zeigen? Nicht einfach. Hä? Bro, er hat aber auch keinen Charakter eingestellt. Nehmen wir Opa? Z drücken? Nee, das sieht auf gar keinen Fall richtig aus. Sieht jetzt aus, als würde versuchen, der Rollstuhl will uns vergewaltigen. Palumpogo. Ist das hier der Richtige? Jetzt halten uns wir hier fest. What? Hä? War wir da? Hä? Ich verstehe dieses Level nicht. Und ich glaube, der Fehler ist auch einfach, dass er den Typen nicht... Warte, sind wir drin? Warte, komm. Nein, Moment, nein, jetzt fallen wir wieder. Jetzt, komm, rein da. Nein! Was war das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, ich verstehe dieses Level nicht. Es tut mir leid und es schlägt sich auch so ein bisschen in der Bewertung nieder, aber mach das Level einfach nochmal, stell den Charakter ein und dann werden wir das auf jeden Fall noch zocken. Paluten Hashtag von Galgen06. Hey, Palle, lassen wir das. Dies ist ein Level und viel Hashtag. Okay, das hätte ich wahrscheinlich jetzt immer mit Hashtag hey, Hashtag Palle, Hashtag dies, aber ne, ihr wisst schon. Los geht's hier. Wahrscheinlich wieder mit dem hier, mit dem Typen. Warte mal. Alter, was denn? Ich sehe aus wie ein drogensüchtiger Palutenkopf. Der sieht ja richtig komisch aus. Der hat aber, ne? Zu viel Lüde hatte der. Huh, hier. Oh, Digga. Alter Falter, baut doch nicht immer 20.000 Victories. Leute, ihr macht meine Ohren damit kaputt. Ich kann den Sound nicht leiser stellen auf meinem Headset als das. Alter Falter. So, Paluten Harpoon Run von Hendrik. Viel Spaß. Jo, kurz und knackig. Oh, mal mit der... Oh! Ist es... Nein! Okay, Kind Nummer 1 ist tot. Das ist riesiger Fleischsalat geworden. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir... Nein! Kind Nummer 2 sicher in den... Oh, what? Was war das denn? Amine. Ich hab über... Die kann man da aber auch ganz schwer, ganz schlecht sehen. Zumal ich übersehe auch offensichtliche Minen ganz oft. Da ist eine. Da ist noch eine. Jawohl. Jetzt nur noch hier runter. Komm. Bitte einfach nur hier runter. Kind Nummer 2 ist auch weg. Ja, wir sind eine richtige Rabenmutter. Aber wir haben den Victory. Damit haben wir alles richtig gemacht. Ach, wir adoptieren einfach nochmal 2 Kinder. Da haben wir wieder den alten Stand. So, Paluten 03 von Lena Schütze. Hey Patrick, hier ist wieder ein Level von mir. Damit dich ein wenig... Was? Damit du dich ein wenig von dem ganzen Happy Wheels Stress erholst. Danke für deine Videos und viel Spaß. PS, achte auf die Zeit. Okay. Dann geben wir doch mal schnell Gas, wenn wir auf die Zeit achten sollen. Kleiner splashiger Looping. 4,53. Soll. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas das zu bedeuten hat. Weil wir sollen auf die Zeit achten. Ich verstehe es nicht. Aber egal. Paluten, Supidupi 1 von Zipton. Hey, Paluten, mein erstes Level für dich. Vielleicht kennst du mich noch aus den Livestreams. Aber egal. Viel Spaß. Danke, Zipton. Hoffentlich werden wir mit dem Level viel Spaß. Ja, das solltest du... Okay, der Sohn ist tot. Die Abrissbirne. Es war so klar. Ich war kurzzeitig irgendwie... Habe ich gepennt.
So, komm schon. Slow. Jawohl, guck mal, machen wir hier nochmal. Hä? Okay, Sohnemann ist mal wieder. Nein, nein, bitte. Bitte, Mr. Soldat. Ganz langsam. Was kommt denn? Ach so, hier muss. Yo, da kam erstmal ein fetter Asteroid aus dem Himmel raus hier. Was ist eigentlich schon. Wie sind wir denn da gerade gestorben? Wie so ein Dummkopf. So, jetzt müssen wir einfach cruisen. So, och, oh, das ist doch jetzt hier. Das ist doch nicht wahr, ne? Ich versuche hier schön am Sonntag irgendwie so ein bisschen Happy Wheels aufzunehmen und diese blöde Rampune tötet uns immer wieder. Ich werd bekloppt. So, jetzt komm. Ja, danke schön. Stopp. Jawohl. Ganz langsam am Arsch. Ganz langsam hier runter, ey. So, jetzt mal kurz warten. Was ist denn? Was ist denn mit deinem Bein hier schon wieder? Timmy. Das war nicht ganz so gut. Vorsichtig. Nein, wir haben die. Nein, yes. Wir leben noch. Alles coolio? Coolio. Oh, coolio. Oh, oh. Na, von was war das? Steht da oben? Vertrau mir, fahr gegen den Jet, nur so gewinnst du. Aber einfach ganz normal, nicht mit den Reifen voran, sonst ist es vorbei. Langsam und normal. Okay, langsam und normal. Jawohl, da ist das Ding. Seite gut, Truppe. Ah, das war auch so ein geiles Interview mit Kylie Minogue, ich weiß nicht, wer die noch kennt, und Stefan Raab. Da redet er mit ihr so ein bisschen Kölsch und dann sagt er auch, Seite gut, Truppe. Und dann sagt sie das, ah, egal. Guck das mal bei YouTube nach, das ist ein cooles Video. So, Paluten Run von Demon 20.000. Hey Paluten, viel Spaß. Okay, werden wir hoffentlich haben. Ich fahr einfach mal los hier. Hier ein bisschen die Spikes runter. Wieder mal unseren Sohn schön irgendwie wegfetzen. Es regnet auch wieder richtig Blut. Okay. No, Glass Break. Ach, mein Feind. Aber egal, wir werden einfach. Oh, nein, nicht darunter. Wie ein Ninja. Super! Jawohl. Ah, ein guter Move hier. So, stopp. Und jetzt. Bam! Jawoll! Wir sind ein richtig, richtig guter Glassbreaker. Was, wo kommen denn die Dinger schon wieder? Nein! What? Jetzt müssen wir nochmal richtig viel. Ah, Glassbreak, es ist immer so langweilig. Nein! Oh Gott, das war knapp. So, jetzt müssen wir hier möglichst viel Schwung holen. Möglichst viel. Ach komm, und dann kann man das kaum zerstören? Was macht dieses Jet da mit uns? Bleib mir. Hallo? Wir können das. Nein! Vorsicht! Irgendwann hören doch die Jets auch auf zu fliegen. Leute, Hilfe! Nein! Nein, wir werden nach hinten gedrückt! Ich würde mal sagen, wir machen mal weiter, weil Glassbreak, habe ich auch schon so oft gesagt, Leute, bitte kein Glassbreak in die Level einbauen, weil das war jetzt schon wieder so zeitintensiv, weil da passiert einfach nichts. Man fährt immer nur so stupide gegen so ein schönes Glas. So, Balloon Pogo von Rasmus. Hier ein Level für dich mit deinem Lieblingscharakter. Also, was kommt da unten? Oder ist mir das Hululu aber kurz im Hals stecken geblieben? So, zack. Müssen wir da hoch? Hä, wieso stecke ich hier fest? Hä? Hä? Das hat gar keinen Sinn gemacht. Jetzt warte mal. Hä, was ist denn? Hier können wir springen? Aber wieso. Komm, vorwärts. Rolle. Hä, man kann hier gar nicht sterben? Oh, nein, man kann doch sterben. Ach Mensch, und dieses Level ist auch wieder. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute mir nicht zuhören, wenn ich sage, so, okay, die Level feiere ich, die sind jetzt nicht so geil. Weil ich ja immer gesagt habe, so Pogo-Level, wenn ihr irgendwas Neues, Cooles habt in Sachen Pogo-Level, dann baut das. Aber das haben wir jetzt auch schon 20.000 Mal gesehen, über irgendwelche Sachen rüberzuspringen bei Pogo. Ich würde einfach mal. Warte. Nein! Ich würde einfach mal sagen, wir snacken nochmal. Aber das spiegelt sich hier auch 2 Votes und beide sehr, sehr schlecht bewertet. Das hat das schon rund. Paluna Poon Run von JJ Step HD. Moin Palunen, hier ist mein erstes Level und ich weiß, dass es scheiße aussieht. Aber egal, viel Spaß beim Ausrasten. Es muss ja nicht gut aussehen, es muss einfach Spaß machen. Okay, werfe Timmy vor. Okay, zack. Haben wir gemacht? Ist er... Oh! Ja, okay. Warte, wir leben! Wir haben gelebt. Wir haben das Leben in vollen Zügen genossen. Und... Nein! Nein, da unten! Und wir haben Harpune im... ne? Keine Ahnung wo überall.
Ich würde... Ja, wir sind sie losgeworden. Nicht wieder da rein. Nach vorne, Kollege. Nach vorne, habe ich gesagt. So, warte. Zack. Oh, yes. Komm schon. Na, gib mir den Victory. Bitte. Bitte, 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 bitte. Jawohl, Leute. Das ist doch ein traumhaftes Ende für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Es motiviert mich immer aufs Neue. Und ansonsten sehen wir uns spätestens morgen wieder bei einer weiteren Folge von Happy Wheels. Haut rein. Euch wünsche ich allen noch einen angenehmen Sonntag, sofern ihr das am Sonntag schaut. Und es ist saugeiles Wetter draußen. Sehr, sehr geiles Wetter draußen. Also, Leute. Haut rein. Bis dann. Ciao.